Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ein ganz, ganz tolles Päckchen von Ars Edition zugeschickt bekommen und das möchte ich jetzt einmal mit euch gemeinsam fertig auspacken und zeigen, was da alles drin ist. Und zwar geht es, das zeige ich euch als allererstes, es geht um besondere Tage im Leben einer Frau. Und da ist das Allerwichtigste in diesem Päckchen tatsächlich dieses Buch von Ars Edition. Besondere Tage, dein persönliches Zyklusjournal mit Infos und Tipps. Ich habe schon mal in meiner Instagram-Story darüber gesprochen, dass ich seit bestimmt jetzt 2 Jahren sehr nach meinem Zyklus lebe. In welcher Zyklusphase bin ich gerade? Was brauche ich gerade? Was kann ich in dieser Phase gerade gut oder was kann ich in dieser Phase gerade nicht so gut? Und das macht natürlich vieles leichter im Alltag. Aber es verbindet einen als Frau auch viel mehr mit sich selbst, wenn man sich besser versteht, wenn man sich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt, wenn man im Rhythmus seines Zykluses lebt. Und um damit zu starten, finde ich es halt tatsächlich ganz praktisch, mal so ein Zyklus-Journal zu führen. Dein persönliches Zyklus-Journal mit 36 Monatsübersichten zum Eintragen. Dieses Journal bietet dir viel Raum zum Beobachten und schenkt dir unterstützende Self-Care-Tipps und wertvolles Wissen rund um deinen Zyklus und die Periode. Lerne Monat für Monat deine Zyklusphasen besser kennen und entwickle so einen intuitiven Umgang mit deinem Körper. Du bist fabelhaft, immer und immer wieder. So schön. Okay, dann lass uns doch mal reingucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier kann man noch mal ein bisschen. Was passiert da eigentlich gerade in meinem Körper? Ist dann sicherlich auch super spannend für Töchter, die dann so ihre Periode bekommen. So, dann hat man hier Monat. Also trägt man jetzt oben zum Beispiel den Mai ein und kann dann hier eintragen. Schwache Periode, mittel, stark, stark, Zwischenblut- und Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, Reise, Alkohol, Stress, geschützter Sex, ungeschützter Sex. Dann kannst du noch eintragen, dieser Zyklus war wie immer ungewöhnlich oder auch was Eigenes eintragen. Das war diesen Monat anders als sonst. Dass ich voller Power stecke, habe ich gemerkt als mein Wohlfühlrezept diesen Monat. Und das hat man jetzt erstmal. Monatsweise und zwischendurch hat man immer mal wieder auch so Infoteile. Welches Periodenprodukt ist das Richtige für dich? Dann kommen wieder ein paar Monatsübersichten. Wie gut kennst du deinen Körper? Was Ernährung mit deinem Zyklus zu tun hat? Stress beginnt im Kopf, Entspannung auch. Das liebe ich ja, wenn auf sowas auch eingegangen wird. Ein paar Worte zur Pille und gegen Zyklusoptimierung. Yes. Einatmen, ausatmen, Kraft tanken. Also auch, ne, was kann ich in den Phasen tun, was mir gut tut? Make periods great again. Das ist ja geil. Period Pride. Ja, also nimmt das nicht, das habe ich früher auch. Periode, oh, das war so ätzend, das war so was Nerviges. Nein, nehmt es an, das ist was ganz Tolles, was nur wir Frauen können und es ist auch wertvoll, dass wir das können und da passieren ganz wundervolle Dinge in unserem Körper. Über PMS gibt es dann hier auch einen Beitrag. Genau, und das ist das, was ich schon mal erzählt habe. Unser Zyklus verläuft wie die Jahreszeiten. Und wenn man sich das verbildlicht und immer weiß, in welcher Jahreszeit man gerade steckt, ist es unglaublich hilfreich. Also es ist gar nicht kompliziert, wenn du dir nur merkst, wie das mit den Jahreszeiten funktioniert und in welcher Phase, in welcher Jahreszeit du gerade bist. That's it. So, zwischendurch halt immer diese Monatsjournals, wo ich das eintragen kann. Erste Hilfe bei Unterleibskrämpfen. Dein Geheimrezept für einen ausgewogenen Zyklus. It's all about self-care. Und wie endet das? Und es endet. Man hat immer wieder auch so tolle Sprüche da drin. Super, super, super schön gemacht. Finde ich echt total fantastisch.
Und in meinem Päckchen war jetzt außerdem noch Tee, glaube ich. Wieder gut, in der Regel Bio-Kräutertee-Mischung von Sonnentor ist die. Cool. Diese speziellen Tage können schnell zur Plage werden. Lehn dich entspannt zurück und genieße diese blumig-herbe Teemischung. Dann hatte ich drin, so süß, so Schokolade am Stiel, die man auflösen kann. Das gönne ich mir wahrscheinlich Sonntag an meinem Filmabend. Und so, so süß. Guck mal, was noch in dem Paket war. Das sind Körnerkissen. Lasst uns die mal schnell zusammen auspacken. Oder ein Körnerkissen? Ja, ein Körnerkissen. Ein großes. So ein großes habe ich nicht. Das ist ja toll. Das ist so ein langes, großes Körnerkissen. Kann man, so wie man das braucht, sich falten. Oh, das sieht so süß aus. Oh, das riecht auch ganz toll. Was ist denn hier drin? Kirschkernkissen auf jeden Fall. Genau, zur Wärmeanwendung, Backofen oder Mikrowelle oder sogar auf der Heizung kann man das sogar warm machen. Kann man auch kalt anwenden. Von Amelian. Voll schön. Oh, vielen, 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 vielen Dank an Ars Edition. Da freue ich mich wirklich sehr. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Das ist hier nochmal das Buch. Ich schreibe es euch auch nochmal unten hin. Und suche euch auch gerne nochmal einen Link raus. Ich finde das wirklich gut. Also wenn ihr euch damit mal auseinandersetzen wollt, was ich sehr, 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 sehr empfehlen kann, dann versucht es doch einfach mal in Kombination mit diesem Buch. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und denkt immer daran, wir Frauen, wir erschaffen Wunder. Wir sind wundervoll, wir sind magisch, wir sind Göttin. Vergiss das nie. Bis bald. Tschüss.